Burgen der sogenannten Dreifaltigkeit bei Annweiler im Pfälzer Wald, Trifels, Annebos und Scharfenberg. Wir wollen über den Trifels-Bunt-Sandstein-Wanderweg zunächst zur gewaltigen Felsengruppe auf dem Kamm zwischen Scharfenberg und Annebos. Der Aufstieg zu den Felsen. Die faszinierende Felsengruppe mit Sandsteintürmen in Hochhausgröße. Der Aufstieg zu den Ruinen Annebos und der Blick zum Bergfried der Ruine Scharfenberg. Burg Annebos ist die Ruine einer mittelalterlichen Felsenburg, eine Nebenburg vom Trifels. Die Burg Annebos ist seit dem 13. Jahrhundert aufgelassen. Der Bau, baulich angelehnt an die Felsengruppe, wird auf Anfang des 12. Jahrhunderts datiert. Die Burg war Stammsitz der Herren von Annebos. Das Geschlecht starb aus. Die verfallende Burg wurde 1246 an König Konrad IV. Übergeben. Eine Zerstörung der Burg durch Kampfhandlungen ist nicht belegt.
Vom Felsplateau aus herrliche Blicke zum Trifels gegenüber und in den Pfälzer Wald. Heute sind von der Ruine Annebos nur noch Sandsteinmauerreste, Bodensteine und Reste einer Filterzisterne zu erkennen. Die typischen verwitterten, blattartig geschichteten Buntsandsteinformationen der hier überall auftretenden Steinfelsen und Sandsteintürme. Der Pfälzer Wald, einer der schönsten und historisch bedeutsamsten Waldgebiete in Deutschland.